Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Oh, ich konnte ein Rare Ribbon machen. Das kostet mir 2 Ätherkristalle. Oder eine Batch. Was ist denn eine Batch? Was bringt denn das Survival Instincts? Ja, das waren 3 Ätherkristalle. Nein, nein. Dann ist zu teuer. Ah, der Silk's Watch, das muss man sich abbauen, oder wie? Oh Gott, ist das kompliziert. Silk's Watch und Dense Fur, okay. Dense Fur kann ich einmal machen, okay. Kann ich nicht machen, da brauche ich Resilient Plating. Ja, Dense Fur habe ich jetzt einmal, das passt. Das nächste brauche ich die Silk's Watch. Und da fällt mir Resilient Plating. Das andere habe ich, dieses Spike. Oh, da gibt es noch Materials, auch noch einen Ether-Shard. Aber Plating kannst du dir herstellen durch Scavenged Plating und Battled Shell. Was, wie? Du kannst dir dieses Resilient Plating auch selber herstellen. Da steht ja, kann da ich wieder, so, was kann du ich sogar dafür einmal brauchst. Machen. Ja, stimmt, das haben wir. Jetzt hat das Silk Plating. Das jetzt nicht mehr machen kann, weil ich die 3 Ätherkristalle verbraucht habe zum Ätherschad. No! Das ist aber schad. Na, Mann. Brauchst du welche? Soll ich da welche geben? Brauchst du 3 oder wenn so? Wenn du 3 hättest, wäre geil. Ja, warte. Brauchst du den Ätherschad? Weil ich brauche den, glaube ich, eh nicht. Warte, wir tauschen jetzt einfach. Das gebe ich da alle. Hast du Handel, so viele oder wie? Handel mit 16. Krass. Ich bleibe 3 gehabt. Ah, du hast ja vorher schon was verballert, oder? Ah, das kann ich da wieder nichts geben. Mann. Da so. Ah, warte mal. Hab ich dir gerade einen Ätherkristall gegeben? Ja, einen Ätherschad. Hä, was sind denn jetzt deine Ätherkristalle, oder hab ich den nicht aufgehoben? Ich hab dir 3 Scrap gegeben. Wolltest du was anderes? Ah, Scrap hast du mir gegeben, okay, ich hab gedacht Ätherkristalle. Nein. Ich bräuchte die Ätherkristalle. Achso, ich dachte du brauchst. Okay. Ätherkristalle habe ich auch nur 4. Aha, okay. Ja, warte, dann gebe ich dir den wieder retour. Löwenzahn. Ja, dann gebe ich dir die Ätherkristalle und du kannst was ja dann. Ich gebe sie dir dann retour. Ich glaube, man findet eh bald wieder welche. Ich glaube, der kannst du wieder nicht handeln. Das ist irgendwie total bescheuert. So ein Topfen. Aber muss ich sagen, da war das Rezepte machen in Guild Wars 2 einfacher gemacht. Weil da hat man, wenn man etwas nicht gehabt hat in dem Menü, hast du einfach Doppelklick drauf gemacht und hat er die zu dem Rezept von dem hingeführt, was du gerade brauchst. Stimmt, ja. Da ist das doch ein bisschen unübersichtlich. Yeah. Jetzt fällt mir wieder 400 Iron, ich glaub's ja nicht. Hast du zufällig das auch noch übrig? Ja, ich glaube, Iron kann man nicht handeln, oder? Echt nicht? Die normale, die Währung, probier mal. Ja. Woll, da kannst du oben einfach einen Betrag jetzt eingeben, oder? Danke. Hat das geklappt? Ja, es funktioniert. Okay. Jetzt kann ich so eine Tunika eine bauen. Die nächste geht dann an die. Zack. Ja, all, ja. All unsere Ressourcen vergeudet für das. Zeig mal. Das kann ich noch gar nicht tragen, weil das Level 20 braucht. Geil! Richtig geil! Nice! Well done! Ist das eine zufällige? Nein, das ist wirklich immer so. Also vielleicht sind die Stats zufällig, aber es ist immer dieser Set-Gegenstand. Ah, jetzt kann ich mal meine Accessories auch schenken, weil ich brauche dafür die Ätherkristalle. Super, danke. Simon. Danke, Simon. Das hast du gut gemacht. Merken wir uns. Mhm. Also das könnten sie irgendwie nur verbessern, da diese Usability von dem Schmiedemenü. Das ist also der berühmte Blacksmith. Von dem ich schon so viel gehört habe. Aha.